Dann würde ich sagen, wo geht's denn hier nach oben? Bin ich. Wo ist denn. Hä? Ach ja, nimm das so lange. Nehmen wir doch das so lange. Na? Na? Eure Ausrüstung wäre ein bestimmter Agent des Instituts. Auch ihr habt es ganz so nach das Institut so dringend Ressourcen, dass es Beute von ehrlichen, hart arbeitenden Commonwealth-Banden stiehlt. Soll ich den Rückrufcode benutzen? Ich benutze ihn. B592, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierung Gamma 71 Epsilon. Oh, guck mal, der ist ausgeschaltet. Wir haben was mit ihm gemacht. Schaltet sie aus. Bitte nicht weglaufen. Da müssen wir seine Kumpanen wohl ausschalten. Aber ihn selber nicht. Gute Arbeit, Sir. Ich bringe den Zins zurück. Gut. Da muss man hier ist X688, bereit für Transmission mit zurückgeholtem Synth B592. Oh, und weg ist er. Hancock, war das jetzt akzeptabel oder nicht? Hey. Ja? Hey, Hancock. Willst du dir den Tag ein bisschen aufhellen? Gib mir einfach mal kurz ein paar Drogen. Ist zwischen uns alles in Ordnung? Nice. Ich bin da recht schmerzlos. Mit uns beiden läuft es doch gut. Na gut. Aber wenn dir alles nicht gefällt, was ich mache? Fast alles. Wenn dir die Aale nicht gefallen, die ich mache. Gut, dann haben wir das Ding also zurück, also den Dingsy zurückgebracht. Das Terminal muss hier irgendwo sein. Ja, direkt daneben. Ich meine, im Prinzip finde ich das nicht ganz so gut, wenn ich mich vom Institut einspannen lasse. Aber erstens machen wir natürlich gerne Sachen, wofür wir Erfahrungspunkte kriegen. Und zweitens sollen wir ja mit Vater weiter zusammenarbeiten, um keinen Verdacht zu erwecken. Und darüber hinaus ist die in diesem speziellen Fall, wenn sich der entlaufene, was jetzt entlaufen, der befreite Synth quasi als Anführer einer Raiderbande aufschwingt, die mordend durchs Land zieht, dann finde ich es sogar sehr gerechtfertigt, den zurückzuholen. Also da habe ich jetzt kein Problem mit. Muss ich ganz ehrlich sagen. Provisions! Ein Treffer. Interferes. Könnte sein. Ist es aber nicht. Lifestyles. Oh, das waren drei Treffer. Das könnte hinaus. Yes, Lifestyles. Und der Safe ist auf. Nice. So, Hancock, was machen wir als nächstes? Was ist der Plan? Die Batalia ist erneut befreit, wie der Name es schon andeutet. Kehre zu Vater zurück. Ja, vielleicht bringen wir erstmal den Samen zu Roger Warwick. Dann können wir nämlich gleich wieder, wie so oft, mehrere Aufträge auf einmal annehmen, abgeben. Zack. Sind wir bald da? Ich glaube, ich muss mal pipi. Ach, da sind wir schon. Das ist natürlich auch ein Ding, dass der gute Roger Warwick hier ein Synth ist. Hey, du! Tut mir leid, aber gerade sind die Dinge etwas kompliziert. Weil der Mann von einem Synth ersetzt wurde? Sind Roger, sie deshalb kompliziert? Du hattest doch hoffentlich unterwegs keine Schwierigkeiten, oder? Ach, Ivo, ich wurde nur von Blutfliegen angegriffen oder sowas. Ein paar Blutkäfer haben mich durchs halbe Commonwealth gejagt. Aber ich hab's geschafft. Ja, diese Viecher verteidigen erbittert ihr Revier. Wie gut, dass sie dich nicht erwischt haben. Ein Glück. Da du den ganzen Weg hergereist bist, wie wär's mit einer kleinen Tour? Na sicher doch. Hier entlang. Ich werde dir zeigen, was wir hier auf Gut Warwick alles machen. Ist ja nicht so, dass der Laden mir gehört und ich das schon alles weiß. Aber das ich folge dir mal. Das habe ich vor 5 Jahren gekauft. Ja, es war etwas impulsiv, aber ich bereue es nicht. Ich würde es auch bitter bereuen, ganz ehrlich. Wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir ins Wasser? Gehen wir baden? Ich habe meine Badehose gar nicht Kläranlage. Mit. Und deshalb scheint der Boden hier so fruchtbar zu sein. Ach so, wegen der Scheiße. Ich meine, du weißt schon.
Und nu? Können wir ein paar Sachen tauschen? Hast du die Samen dabei? Gut, dann gib sie mir. Hör zu, ich brauche deine Hilfe. Die ganze Operation hier droht aufzufliegen. Oh je! Was ist denn los? Sag mir, was das Problem ist, und ich werde sehen, was ich tun kann. Mein Vorarbeiter Bill Sutton scheint zu wissen, was ich bin. Nice! Er hat mir nachspioniert und heimliche Gespräche mit unserem Landarbeiter Cedric geführt. Jetzt versucht er sogar, meine Frau und meine Kinder gegen mich aufzuhetzen. Geil! Vom eigenen Vorarbeiter demontiert. Ihr vom Institut seid echt die Krönung. Die sind der Hammer, ne? Was für ein Chaos. Sie müssen nur davon überzeugt werden, dass Bill sich geirrt hat. Ja, das kriegen einfach. Wir doch hin, das oder? Das hoffe ich. Jedenfalls steckt mehr dahinter. Cedric ist weg. Bill sagt, er sei auf Krankenbesuch bei Verwandten. Aber ich glaube, dass er Hilfe holt. Jemand muss doch gesehen haben, wohin er gegangen ist. Da fällt mir was ein. Wenn Bill June und die Kinder eingeweiht hat, dann hat er ihnen vielleicht auch verraten, was er plant. Sie misstrauen mir aber zu sehr, um mit mir darüber zu sprechen. Aber sie könnten dir vertrauen. Vergiss und ich nicht, könnte ihr Vertrauen missbrauchen. Das wird nicht leicht. Alter, was ein Scheiß. Komm hinter Bills Pläne. Ich dachte, es ist immer irgendwie was super Einfaches, ein paar Samen abgeben. Nee, jetzt soll ich auch noch die armen Leute hier verraten. Scheint wirklich was zu werden. Oh. Muss das unbedingt sein? Wir gucken mal. Wir gucken einfach mal. Ist das Bill? Können wir nicht mit Bill darüber Lass reden? Lass uns handeln. Lass uns handeln. Lass uns Wildschweine jagen gehen. Klar. Er sagt einfach klar. Ein Abschiedsbrief? Da ist mir gerade ein bisschen unsicher, den Abschiedsbrief abzunehmen. Gut, wir sprechen mal mit Janie. Hey. Lass dir ruhig Zeit. Ich hab's ja nicht eilig oder so. Alter. Quält sich aus dem Bett. Tut mir leid, aber ich darf nicht mit dir reden. Nicht. Weißt du, dein Vater ist in Gefahr. Und ich möchte ihm helfen. Gut, okay. Wenn du wirklich helfen willst, kann ich wohl doch mit dir reden. Ich habe große Angst, ja gut. Oh Papa. Vorarbeiter Bill sagt, dass er ein Sünd ist. Und sie sich um ihn kümmern werden. Um ihn kümmern heißt wahrscheinlich ermorden, oder? Und gesagt, dass er nach Good Neighbor gehen soll. Ich weiß nicht warum. Oha. Bitte, wenn du Papa wirklich helfen willst, musst du rausfinden, was Cedric und Bill vorhaben und sie aufhalten. Okay. Die Familie macht sich also tatsächlich Sorgen. Sprich mit Cedric Hopton, der nach Good Neighbor gegangen ist. Und darum hoppt wahrscheinlich. Deshalb Hopton, der ist so ein kleiner Hoppelhase. Ist da am Rumhoppern. Ja, dann werden wir ihn am besten mal aufsuchen, oder? Sicher ist sicher. Ich würde mal vermuten, er kauft da Waffen ein oder so. Wenn er mit Geld nach Good Neighbor gegangen ist, steht er wahrscheinlich bei Clio am Stand. Bei unserem Lieblingstötungsroboter. Und kauft ein paar Dinge ein. Aber das muss ja nicht sein. Wir wollen ja kein Blut vergießen. Die Frage ist natürlich, ob wir ihn jetzt überzeugen können, dass sein Chef kein Sünd ist. Obwohl er ein Sünd ist, das wissen wir ja. Aber von ihm geht ja auch keine Gefahr aus in diesem Augenblick. Ah, Mann. Das ist alles so verkompliziert. Weißt du, wenn das Institut von Anfang an ehrlich und offen sein würde. Weißt du, die könnten ja zu der Farm hingehen und sagen, hallo liebe Farmleute, wir würden gerne Experimente durchführen, die eure Ernte verbessern. Die könnten doch sicher mit denen zusammenarbeiten. Nein, stattdessen ersetzen sie den Vater durch einen Sünd und mauscheln da irgendwas rum. Das ist doch nicht normal. Das ist doch einfach nicht normal. Und er ist nicht bei Clio, sondern im Third Rail und, keine Ahnung, säuft sich die Hucke voll? Oder engagiert Söldner? Kann auch sein. Wir gucken mal, was da abgeht mit dem. Moin. Der Spaß ist die Treppe runter. Wie immer. Hancock fühlt sich hier natürlich zu Hause, weil er fühlt sich hier zu Hause. Da sitzt er an der Bar. Hey. Ich will einfach nur meine Ruhe. Ich möchte wissen, was ihr plant. Du und Bill Sutton. Ja, warum ist das so wichtig? Warum läuft jetzt super laute Musik?
Ich will Roger beschützen, ja. Einem unschuldigen Mann wegen einer falschen Anschuldigung, was passiert? Auf jeden Fall. Es keine falsche Anschuldigung ist. Die ist aber falsch. Nur nicht, was dich das überhaupt angeht. Außer Roger hat dich damit reingezogen. Kann aber die laute Musik mal aufhören zu spielen? Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Wenn ich hier was gelernt habe, dann das. Informationen haben ihren Preis. Wie alles andere auch. Wie alle ich bin auch, weder ja. Bill Sutton noch Roger Warwick treu ergeben. Mach mir ein Angebot, dann sehen wir weiter. Ah ja, ich soll dich kaufen. Verständnisvoll, ich mach mal einen auf verständnisvoll. Ich weiß, die Situation ist schwierig. Aber hier stehen Menschenleben auf dem Spiel. Bitte hilf mir. Bitte, bitte. Wenn ich noch länger zuhören muss, wie du diesem Kerl Honig ums Maul schmeißt, erschieße ich mich. Und ihn. Bill ist nicht der Einzige, der Angst hat. Die Leute im ganzen Commonwealth reden über dieses Institut. Das stimmt, das tun sie. Aber vielleicht hast du recht. Vielleicht lassen wir uns von der Angst leiten. Ganz sicher sogar. Dieser ganze Trip war eine verdammt blöde Idee. Bill gibt mir eine Handvoll Kronkorken und sagt, geh nach Good Neighbor. Dort gibt's zwielichtige Gestalten. Ah. Such dort nach einem Söldner. Siehste, Söldner. Ich soll einen Auftragsmörder finden, als ob ich wüsste, wie das geht. Ich soll ihn anheuern, damit er Roger umlegt. Das ist natürlich die perfekte Lösung. Aber jetzt kann Bill Sutton mich mal. Ich werde einfach eine Weile hierbleiben. Gut. Natürlich wird er sich inzwischen denken, dass ich nicht zurückkomme. Vielleicht nimmt er es auch selbst in dir. Er hat große Angst. Ich sollte dann mal mit ihm reden. Stell Bill Sutton zur Rede. Leute, muss das sein, dass ihr jetzt so laute Live-Musik macht? Dass du letztens eine Schießerei hattest. Das ist ja schlimm. Weißt du, wie das läuft? Netter Pip-Boy, Bruder. Ja, der Pip-Boy geht überall hin, wo ich auch hingehe. So, ich muss von dieser schrecklichen Musik weg. Das ist ja die Hölle. Also gut, der nette Mitarbeiter, dem ist eigentlich egal, was passiert. Hauptsache, er kriegt Geld. Aber ich konnte ihn netterweise überzeugen, weil ich ja so eine schöne silberne Zunge habe. Und jetzt muss ich mich nur noch um Bill Sutton irgendwie kümmern. Und ich weiß immer nicht, ob das friedlich gehen wird. Ich hoffe, es wird friedlich gehen. Ich möchte ungern Blut vergießen. Aber wenn es sein muss, dann schieße ich ihm natürlich auch diverse Körperteile ab. Aber nur, wenn es wirklich zwingend erforderlich ist. Ich mache sowas ja nicht zum Spaß, sondern nur, wenn es keinen anderen Weg gibt. Und das alles mache ich jetzt nur, um das Institut zu schützen, damit es so aussieht, als würde ich mit dem Institut zusammenarbeiten, damit die Revolte der Sünds im Institut nicht auffliegt. Richtig? Richtig. Mann, Mann, Mann. Oh, ein radioaktiver Sturm zieht über das Land. Die Strahlung braucht selbst ein Ghoul nicht. Ja, mach dir mal die Tür auf, damit so die Strahlung auch reinkommt. Zugeben, wer oder was du wirklich bist. Oh, wenn du es tust, werden alle wissen, dass der echte Roger Warwick tot ist. Aber er ist doch hier, Bill. Bill, du bist verrückt. Bitte, ich flehe dich an, lass uns darüber reden. Du gehörst auch dazu. Was? Du hast den echten Roger umgebracht, damit das Ding seinen Platz einnehmen konnte. Das ist absurd. Das ist doch kein Grund für Gewalt. Wir sollten alles in Ruhe besprechen. Du willst nur Zeit schinden. Du wirst mich doch nur kleinreden. Und wenn ich nicht damit rechne, machst du mich kalt. Eventuell. Wer bist du überhaupt? Ich sag dir, wer du bist. Du bist einer von ihnen. Junge, du bist völlig paranoid. Hast ein heimliches Gespräch mit Roger und machst dich sofort auf die Suche nach Cedric. Das stimmt. Das ist jetzt klar. Ich weiß, dass du was im Schilde führst und ich vertraue dir kein bisschen. Das ist natürlich unglücklich. Ja, und die Kinder? Was ist mit den Kindern? Denk Möchtest doch mal an du diesen Kinder. Kindern wirklich den Vater nehmen? Ihren richtigen Vater gibt es nicht mehr. Und ich glaube, dass ihr eure Hände im Spiel hattet. Du bist und was voll willst du tun? Am Abparanoidisieren, oder wie das Kugel heißt. Zu schlucken? Ja. Wenn ich so unschuldige Menschen vor einem Verrückten beschützen kann, ja. Ein Verrückter? Du hältst mich für verrückt? Ja. Ich weiß, was ich gesehen habe. Zumindest denke ich das. Was könnte es sonst erklären? Keiner von euch glaubt mir, oder? Bin ich verrückt? Ich weiß nicht. Ich war mir bei Roger so sicher. Himmel, was ist, wenn ich mich irre? Ja, was dann? Was, denk mal drüber nach. Vor den Augen von June und den Kindern. Ich muss gehen. Tut mir leid. Ich muss nachdenken. Ich bin durcheinander. Oh, und Geld kriege ich dafür auch. Aus irgendeinem Grund. Und Hancock hat das nicht gefallen. Hancock, was gefällt dir denn eigentlich? Meine Güte, echt jetzt mal. Du hast uns gerettet. Ich kann dir nicht genug danken. Alles klar? Ja, eigentlich schon. Ich war mir schon sicher, dass ich draufgehe.
Wie gut, dass du und deine Familie jetzt in Sicherheit sind. Ja, absolut. Wir stehen in deiner Schuld. In der Du Tat. Kannst unseren Freunden berichten, dass ich diese Samen einpflanze und bald einen Bericht liefern werde. Das werde ich selbstverständlich machen. Draußen auf dich auf. Sprich mit Isaac Carlin. Und euch Wir geht's haben gut? ein paar Vorräte im Angebot, wenn du Interesse hast. Ach so. Mein Bruder ist ein solcher Rotzlöffel. Der hier? Mein Vater ist in letzter Zeit echt nett. Früher war das mal anders. Ja, weil er jetzt ein Sünd ist. Gut, ich bin zumindest froh, dass wir das unblutig geklärt haben, auch wenn Hancock das nicht gefällt. Der hätte gerne ein Blutbad gesehen, seiner Reaktion nachzufolge. Aber es tut mir auch leid, dass der arme Dingsbert jetzt so... Ich bin nicht mehr der Mann, der ich sein sollte. Weil er hatte ja recht. Er hatte ja die ganze Zeit recht. Konnte ich so egoistisch sein? Er hatte ja die ganze Zeit recht. Das ist das Kranke daran. Nun ja, nun gut. Ja. Jetzt hätte ich Lust, ein bisschen gegen das Institut zu arbeiten, weil... Eliminiere den Runner. Ich muss versuchen, diesen Runner zu eliminieren. In der Fischfabrik. Wo Fischi Fischi am Werk ist. Fischi, 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 komm Fischi. Was? Ich schätze mal, die werden mir immer noch wohlgesonnen sein. Ich werde jetzt einfach versuchen, sie auszurotten. Ich weiß allerdings nicht, ob das negative Folgen beim Institut haben wird. Ich probiere es einfach mal aus. Ein Versuch ist es wert. Obwohl, wenn die Synths, die da rumlaufen, mir wohlgesonnen sind, dann könnte ich ja... Dann wäre das eine Möglichkeit, relativ einfach an den Runner zu gelangen, oder? Um den auszuschalten. Vielleicht kann ich den Runner ja ausschalten, ohne dass die anderen Synths das merken. Ich guck einfach mal. Hallo ihr Synths. Ich gehöre ja zu euch. Wir sind ja alle Freunde. Huch, wo ist das Plasmagewehr hin? Da lag doch gerade noch ein Plasmagewehr. Hancock, hast du das genommen? Wenn ja, hau rein. So. Wir verpacken ein bisschen Fisch. Fisch, Fisch, Fisch. Fisch, Fisch, Fisch. Ich bin immer noch so ein bisschen nervös bei dieser Sache, weil was? Wenn ich den Runner jetzt umbringe und das ganze Institut dann quasi böse wird. Das wäre natürlich nicht ganz so perfekt. Aber wir probieren das Ganze mal aus. Hörst du das? Nein. Ich auch nicht. Ach so, so meinst du das? Da, den höre ich zum Beispiel nicht. Möchte Hancock mitkommen? Nein. Gut, fahre ich halt ohne ihn runter. Wenn er nicht will, will er nicht. Mir jetzt anbieten geht nicht. So, da lungert der Runner rum. Weitermachen, Sir. Hey. Seien Sie immer wachsam. Hm. Wir haben viele Feinde. Okay. Oh, da steht eine Kiste mit diversen Dingen. Die Frage, die ich mir... What the fuck war das denn? Warum explodiert da plötzlich was? So, verstecken. Soll ich mal? Es geht ja, dass man Leuten so Granaten in die Tasche steckt. 30% Erfolgschance. Warte, da mache ich vorher ein Quick-Save. Ich will einfach mal sehen, was passiert, wenn das funktioniert. Splittergranate. Platzieren. Eine reicht. Eine reicht. Ne, nicht null. Eine. Eins. Kampf initiiert. Nein, er hat's bemerkt. Ich will einmal sehen, was passiert, wenn das funktioniert, dass ich dem eine scharfe Granate in die Tasche stecke. Ich hoffe, ich werde diesmal nicht ertappt. 30%, das müsste ja... Beim vierten Mal müsste es funktionieren. Oh, es hat funktioniert. Warum explodiert er jetzt nicht? Warum explodiert er jetzt nicht? Ich habe noch eine Granate. Nicht doof? Verzeihung, Sir. Ja, ich verzeihe dir ja, keine Sorge. Hä, ich dachte, wenn man Leuten eine Granate in die Tasche steckt, explodiert die. Jedenfalls war das bei Fallout 3 damals so. Oder habe ich da irgendwas verpasst gerade? Splittergranate. Ich kann die einfach nur reinlegen und dann passiert nichts. Jetzt hat er die Granate im Inventar. Ich dachte, der geht dann voll in die Luft. Ja, ich will ihm jetzt nicht die Granate schenken. Verdächtige dem SEB. Das mache ich selbstverständlich, ja.
Natürlich, dem SEB vertraue ich ja auch so sehr, dass ich alles melde. Für wie blöd hält er mich eigentlich? Gut, also das mit dem Stehlen, das wird wohl ja nichts.